Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Anja an. Dieser hat über 99 Designs geschrieben, welches sie mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. 99 Designs Erfahrungen. 99 Designs Logo erstellen lassen. Designarbeiten sind extrem teuer. Als Kleinunternehmer oder jemand, der sich gerade eine Marke aufbauen möchte, sind das Ausgaben, die man gerade zu Anfang vielleicht nicht ausgeben will oder kann. Schon lange aber muss man sich dafür keinen professionellen Werbegrafiker mehr suchen, denn dafür gibt es ja das Internet. 99 Designs ist eine der möglichen Plattformen, wo man sich ziemlich preisgünstig und dennoch hochwertige Grafiken und Logos erstellen lassen kann. Mehr dazu in meinem 99 Design Test. Über 99 Designs. Mark Harbottle und Matt Mikiewicz gründen mit der Hilfe von Donald und Paul Nesli 2008 den Designmarktplatz, den wir heute unter 99 Designs kennen. Die Idee war, in einem freundschaftlichen Designwettbewerb zu bekommen. Seither gehört es zu einer der weltweit größten Plattformen für Grafikdesigns, wo alle 1,5 Sekunden eine neue Arbeit hochgeladen wird. Wie funktioniert das? Nehmen wir an, dass man ein eigenes Logo haben möchte. Egal, ob man schon konkrete Vorstellungen im Kopf hat oder nur vage Ideen. Solange man seine Vision beschreiben kann, wird es auch jemand umsetzen können. Bei 99 Designs ist der erste Schritt das Design Briefing. Hier geht es also darum, genau die Vision zu beschreiben. Dabei kann man so detailliert sein, wie man möchte. Je mehr Zeit man sich nimmt und mit Worten bereits ausschmückt, was man sich vorstellt, desto besser können die Grafiker später arbeiten. Am besten, man beschreibt nicht nur das Logo, sondern auch, was das Unternehmen ist, wofür es steht und in welcher Branche man sich bewegt. Im Briefing selbst kann man auch zwischen verschiedenen Stilrichtungen wählen, die einem gefallen. Soll es ein wenig Vintage aussehen oder doch eher modern? Dort kann man seine Lieblinge ankreuzen und es werden sich genau die Designer melden, die diesen Stil auch umsetzen können. Sobald die Ideen verschriftlicht wurden und man genau ausgedrückt hat, was man sich wünscht, wählt man ein Designpaket. Mit der Auswahl eines Paketes wird dann der Designwettbewerb ausgelöst und verschiedene Menschen nehmen sich deine Aufgabe an und präsentieren ihre Ergebnisse. 99 Designs – Designpakete. Zur Wahl stehen vier Pakete – Bronze, Silber, Gold und Platin. Bronze liegt preislich bei 279 Euro, die Preise gelten für das reine Logo Design. Bei anderen Aufgaben variieren die Preise. Laut der Webseite kann man hier mit ca. 30 verschiedenen Designs rechnen. Silber kostet 459 Euro und das Preisgeld für die Dienstleister ist höher und somit besteht eine höhere Motivation. Hier kann man wohl ca. 60 Designs erwarten. Bei dem Goldpaket für 739 Euro wird man zwischen ungefähr 90 Designs wählen können. Es werden Leute angezogen, die über eine hohe Expertise verfügen und das Preisgeld ist dementsprechend auch höher. Beim Goldpaket erhält man zusätzlich einen vorrangigen Support. Beim Platinpaket für 1199 Euro werden nur handelsverlesene Designer am Wettbewerb teilnehmen dürfen. Die Qualität ist demnach auf einem sehr hohen Standard und auch das Preisgeld fällt höher aus. Man bekommt bei diesem Paket einen persönlichen Ansprechpartner an die Seite gestellt, an den man sich jederzeit wenden kann. Bei allen vier Paketen ist eine Geld-Zurück-Garantie inkludiert, falls man überhaupt nicht mit der Arbeit zufrieden sein sollte. Der Wettbewerb. Ist der Wettbewerb gestartet, erhalten die angemeldeten Grafikdesigner das Angebot bzw. sie können es auf dem Marktplatz sehen. Sie sehen, was die Anforderungen sind, wie es aussehen soll und was für sie dabei herausspringt. Als Auftraggeber erhält man nun im vorgegebenen Zeitraum Dutzende verschiedener Vorschläge, je nach Paket unterschiedlich viele. Während der Zeit kann man schon die Macher kontaktieren und ihnen Feedback geben. Man kann so zusammen Verfeinerungen ausarbeiten und zum gewünschten Traumlogo kommen. Nach einer Woche dann muss man den Gewinner auswählen. Der Gewinner erhält das Geld und man selbst erhält die Dateien sowie die vollständigen Nutzungsrechte. Die Dateien lädt man direkt bei 99 Designs herunter auf den eigenen Computer. Die Kategorien. Vorhin habe ich es kurz angedeutet. Man kann mehr als nur Logos sich erstellen lassen. Auch möglich sind App- und Webdesigns für Blogs, Landingpages, YouTube, Twitter und mehr. Zudem kann man sich auch Marketingmaterialien erstellen lassen, wie Postkarten, Flyer, Prospekte, Banner, Speisekarten, Header, Broschüren, Infografiken, Werbeplakate und mehr. Wer gerne etwas auf Textilien hätte, der kann auch dafür einen Wettbewerb starten. Im Bereich Kunst und Illusion geht es um Tattoos, Hochzeitskarten, Einladungen, Buch- oder Albumcover und solche Dinge. Wer noch eine Verpackung braucht, kann sich auch an die Plattform wenden. Lebensmittelverpackungen, Produktdesigns, Kosmetikverpackungen, Etiketten und vieles mehr. Für Bücher und Magazine gibt es noch eine weitere gesonderte Kategorie. 99 Designs – Designer werden. Wer sich mit Photoshop und Co. auskennt und noch eine Münze dazu verdienen will, der kann sich auch bei der Plattform anmelden und selbst am Wettbewerben teilnehmen. Man erstellt einfach ein Portfolio und gibt an, in welchen Bereichen man sich besonders gut auskennt. Mit der Zeit erhält man dann Feedback der Kunden, gewinnt Wettbewerbe und das eigene Profil wird immer bekannter. Prinzipiell kann sich jeder anmelden. Es gibt eben nur keine Garantie dafür, dass man Wettbewerbe gewinnt und Geld verdient.
Das entscheidet immer noch die Kunden. 99 Designs Review. Wie professionell ist das? Ich habe mir dort ein ganz klassisches Logo erstellen lassen, welches ich im Header auf Fotos am Wasserzeichen verwenden wollte. Da ich gerade erst am Anfang stehe, wollte ich noch nicht viel Geld ausgeben. Daher habe ich mir gedacht, dass ich damit anfange, schaue, wie es sich entwickelt und dann mal weitersehe. Letztlich habe ich aber ein so geniales Design erhalten, dass ich gar nicht mehr weiterschauen muss. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich einfach an den gleichen Menschen wenden werde, falls ich mal wieder etwas brauche. Der Ablauf ist sehr verständlich. Ich habe eine detaillierte Beschreibung abgeliefert und das konnte man auch merken. Ich habe ca. 20 Designs oder so bekommen und konnte mich nicht wirklich entscheiden auf Anhieb, weil mir mehrere gefallen haben. Letztlich musste nach 7 Tagen eine Entscheidung fallen und diese bereue ich bis heute nicht. Man erhält alle entsprechenden Rohdateien und kann in Zukunft immer wieder mit dem gleichen Menschen zusammenarbeiten. Mehr habe ich mir nicht gewünscht. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.